Hallo, mein lieben Klötzchenstapler, und willkommen zu den wöchentlichen Mock 10. Wie jeden Sonntag, auch wenn heute Montag ist, dank des Feiertags ist der Montag ja ein Sonntag und dann passt es halt trotzdem. Okay, ganz im Ernst, ich habe tatsächlich einfach gestern mehr oder weniger vergessen, das Ding hier rechtzeitig aufzunehmen. Ich hing in Stranded Deep und es war ein spannendes Spiel. Aber wir sind ja nicht so eng und streng hier und dann machen wir das halt am Montag. Gut, dass eine Feiertagswoche ist, an der, wie gesagt, der Montag ein Sonntag ist. Was machen wir hier für alle, die neu sind? Das hier sind die wöchentlichen Mock 10, bedeutet die 10 diese Woche neu rausgekommenen Mocks mit Bauanleitung, die mir auf den Mock-Plattformen positiv aufgefallen sind. Die habe ich alle gesammelt über die Woche in eine Liste vom Besten zum nicht ganz besten geschickt. Ich suche gerade die Alternative, nicht sagen zu müssen, schlechtesten, weil es ist kein schlechtes dabei. Schlecht habe ich gar nicht erst angeschaut. Nein, es sind halt vom Besten bis zum Zehntbesten und in meiner internen Liste sind ein paar mehr dabei, aber die 10 Hauptdinger kommen hier hin, plus eine ehrenwerte Erwähnung. Alles komplett subjektiv, meine Meinung, nichts Objektives dabei. So ist das hier im Internet. Willkommen, also im Internet. Und jetzt gerade im Hintergrund seht ihr mein eigenes Mock der Woche, das ich diese Woche gar nicht beschrieben habe, also kein Video dazu gemacht habe. Aber da kommt morgen was, denn ich habe diese Woche etwas vor mit den Mocks. Jedenfalls, es gab diese Woche ein Grisou. Unten gibt es den Link. Morgen gibt es ein bisschen mehr über den Grisou und über das, was ich die restliche Woche mache mit, tatsächlich Brickheads. Seid darauf schon mal gespannt. Bis dahin kommen wir jetzt zu den Mock 10, die andere Leute gemacht haben. Zum Beispiel auf Platz 10 der Tensegrity Table von Doobidoo. Doobidoo. Ja. Gibt es als kostenlose Anleitung bei Rebrickable. Und das ist eine einfache Geschichte. Es sind zwei Tensegrity-Gestelle und obendrauf quasi eine Tischplatte. Das Ding ist, es ist halt interessant, Tensegrity nochmal ein bisschen anders verwendet zu haben mit der schönen großen Platte. Es hat nicht ganz den Effekt wie normales Tensegrity, weil man sieht halt weniger davon, dass das Ding schwebt, aber interessanter Grundlage, um vielleicht ein paar andere Sachen noch mit Tensegrity machen zu können. Platz 9 ist auch was zum Hinstellen, also Tensegrity ist ja auch mehr oder weniger Spielen, mehr Displaygeschichte. Auch Platz 9 ist eine Displaygeschichte mit dem Tron Legacy Light Cycle with Grid Display von Zechnot? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Aber auch die gibt es kostenlos. Es ist ein, ja, tatsächlich nettes Regalmodell. Das ist weniger ein Spielmodell. Wobei die Light Cycles selber können auch fahren, wenn man die von dem Display runternimmt. Und das ist ganz interessant, weil das Light Cycles gab es ja schon mal von Lego als Set zu Tron Legacy. Oder Tron. Bin ich nicht sicher, welcher der beiden Filme. Aber gab es schon mal. Die hier sind etwas kleiner gehalten, um halt besser zu Minifiguren zu passen. Da sind ja auch Minifiguren drauf. Und passt einfach besser in die Lego-Welt. Ganz nette Geschichte. Platz 8 bringt uns zu den dieswöchigen Brickheads. Ja, es sind immer an einem Platz sind immer Brickheads. Diesmal sind es die McCaw Brickheads als Pack von Helion Herald. $9 für das Dreierpack. Was? Ja, okay, man muss halt irgendwie auch sehen, es sind halt drei Brickheads, okay, aber irgendwo sind es auch dreimal der gleiche. Es ist halt ein McCaw, also deutschen Ara, in drei Farbvarianten. Gelbbrust-Ara, roter Aria-Ara, blauer Ara. Ara, nicht Aria. Die Aria, das war was anderes. Und ja gut, die kommen jeweils mit einem Baum. Sind ein paar interessante Bautechniken dabei, also die ein Viertelkreisfliesen für die Federn am Kopf, die finde ich zum Beispiel ganz nett eingesetzt. Einer davon, $2 bis $3 wäre okay gewesen. 3 für $9, da es dreimal derselbe ist, ist es trotzdem ein schöner Brickhead. Sagen wir es mal so, das immerhin. Platz 7 und wir haben wieder etwas, was nicht im Minifiguren-Maßstab ist. Da ist diese Woche viel von bei und wir haben auch wieder was Kostenloses. Nämlich den Miniscale Airwolf alias Supercopter von CB Snake, denke ich doch mal, soll das sein. Ungefähr im halben Minifigurenmaßstab und kann ich nicht so viel drüber erzählen. Es ist halt Airwolf. Ich mag Airwolf.
Airwolf ist cool, netter kleiner schwarz-weißer Helikopter. Paar Details sind ein bisschen komisch, weil aufgrund des Maßstabs halt etwas anders gebaut werden musste. Ja, oben auf den Rotoren die Sicherheitsdinger, die halt quasi Drucke ersetzen, geschenkt. Geschenkt, insgesamt trotzdem netter kleiner Helikopter. Selber Maßstab, bleiben wir einfach dabei. Lego Mini Johann Schmidt Coupé bzw. Roadster von Lexbricks. Auch den gibt es kostenlos und der basiert auf dem Fahrzeug, mit dem der Red Skull in Captain America-Film im ersten rumgefahren ist. Und das wiederum basiert auf dem Mercedes, mit dem Hitler rumgefahren ist. Wie gesagt, auch das, dieser kleine Maßstab für eine Figur, die halt drei Einzelpinöppel hoch ist. Sehr schöne Details dabei. Die Clip-Teile hier als Detail am Rand der Motorhaube. Nette Sache, auch vorne in der Front ein paar wirklich interessante Teilebaumethoden, einfach um Details an dem Ding zu bringen. Durchaus nettes kleines Auto mit ein paar interessanten Bauvarianten oder Baumethoden auf der Platz 6, dem Platz 6 diese Woche. Auf Platz 5 bleiben wir ein bisschen in der Medienwelt mit einem Set, bei dem ich bei dem Maßstab nicht ganz sicher bin, ob das Minifigurenmaßstab ist oder nicht. Da musste ich es wohl mal aufgebaut vor mir haben. Es ist die Seamoth aus Subnautica. Das Ding hat Truffle Cat designt. Die Anleitung gibt es für 1 Pfund. Und ja, schöner Bau. Vor allem auch in drei unterschiedliche Richtungen gebaut. Ja, die beiden Seiteneinfassungen und oben das jeweils in eine Richtung. Sehr schön gerundet das Ganze, ist inzwischen bei Lego keine Kunst mehr, aber durchaus auch nicht unbedingt einfach. Vor allem ist dann auch noch gut aussehen zu lassen. Die sieht gut aus, die sieht aus wie das Ding im Spiel. Gelungen, Platz 5. Für den vierten Platz geht es wieder weg vom Minifigurenmaßstab. Das ist irgendwie diese Woche einfach so. Mit einem Set, das den Namen Wild West trägt. Ist ein verdammt langweiliger Name, Vera Kocher. Die oder der das gestaltet hat, aber ein nettes Set. 2 Dollar gibt es diese Anleitung. Und es ist ein kleiner, ihr seht ja das Bild, das ist ein Planwagen auf der Flucht von einem Räuber in einem eigenen Maßstab, also auch diese 3-Noppen-Maßstab. Die Pferde finde ich ganz interessant gebaut. Also vor allem die beiden, die den Planwagen ziehen. Ja, mit den weißen Flammen als Schwanz und dynamische Form gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, auch das wieder in diesem 3-Noppen-Maßstab, den wir in letzter Zeit häufiger sehen. Ist ganz interessant. Ist ganz interessant, dass er häufiger vorkommt, aber ist ja auch ein schöner Maßstab eigentlich zum Bauen. Zurück in die Größe der Minifiguren geht es aber mit Platz 3. Und da haben wir das Größte diese Woche. Ihr seht, diese Woche ist es von der Größe her nicht mal so extrem bei den Sets. Wir haben ja manchmal unglaublich riesige Dinger. Nein, diesmal ist das das Größte. Ein relativ normal großes Haus. Das auch wieder recht langweilig benannte House Italy No. 3 von Paul Vladimir. Anleitung 7,50 $ und ist halt ein italienisches Haus, aber ein schönes altes Haus mit, wenn ihr das so seht, ja, die viele verschiedene Farben wurden verwendet, um dem Ding einen richtig schönen alten Look zu geben. An einer Stelle ist da auch quasi ein Loch, da fehlt ein bisschen Putz, der ist schon abgebröckelt. Alles aus verschiedenen Fliesen befließt, das Dach aus runden 1x1ern in verschiedenen Farbtönen. Aber die Farbtöne passen sehr gut und es sieht einfach aus wie ein schönes altes Haus, das schon viel, viel erlebt hat und dem trotzdem irgendwie noch einer lebt. Nettes Design auf jeden Fall. Sehr schön gemacht. Platz Nummer 2 und wieder wechselt der Maßstab komplett. Das ist jetzt fast lebensgroß. Ne, nicht ganz lebensgroß, aber fast lebensgroß. Die Bourne Swallow von Bricolet oder Bricol, ich spreche es mal Bricol aus. Ich finde, Bricol macht Sinn als Aussprache hier. Auch hier wieder eine kostenlose Anleitung. Haben wir diese Woche relativ viele von. Bin ich ganz froh drum. Barn Swallow ist ein Vogel, den gibt es auch bei uns. Der heißt bei uns Rauchschwalbe. Und es ist mir aufgefallen, dass es diese Woche relativ viele Vögel gab als Mocs auf den Plattformen, vor allem bei Rebrickable. Ich weiß nicht warum, aber ja, es gab eine ganze Menge davon. Recall hat halt auch zwei davon gemacht. Die Rauchschwalbe, jetzt hätte ich sie nochmal Barn Swallow genannt fast. Die Rauchschwalbe ist in meinen Augen das schönste Vogelmodell, das diese Woche rausgekommen ist. Gefällt mir sehr gut, auch mit der Befestigung, die da unten im Gras so versteckt ist, damit das Ding halt fliegend aussieht, weil Schwalben
landen selten. Die Viecher landen ab und an mal auf Drähten. Das kann man dann auch noch machen, aber meistens sieht man sie fliegend und dann passt das auch bei dem Modell. Bevor wir zu Platz Nummer 1 kommen, und diese Woche kommen wir relativ schnell durch, merke ich gerade. Okay, aber es gibt ja noch die lobenswerte Erwähnung vor Platz 1, und das ist diesmal der Rainbow Tank von Dr. Vishnu Manohar. 3 Dollar für die Anleitung und ihr seht, das ist Duplo. Als ich letzte Woche die Duplo Polybag hier hatte, die vorletzte Woche war es, glaube ich, da ist mir dieses Ding bei der Recherche aufgefallen. Und es bauen viel zu wenige in Duplo. Duplo ist eine wahnsinnig interessante Herausforderung zum Bauen. Vor allem auch, wenn man sowas Beklopptes baut, wie hier zum Beispiel einfach mal ein Panzer. Mit einem Kuchen als Rohrende. Sehr schönes Ding. Knallbunt laut Beschreibung schießt der Regenbogen. Natürlich tut er das. Und ich weiß nicht, ob das einfach ein Experiment war oder ob der Dr. Manohar da absichtlich Lego gegenüber einfach mal fies sein wollte und sagen wollte, hey, völlig egal, was für Teile ihr nehmt, wir können einen Panzer damit bauen. Aber abgefahrenes Ding gefällt mir auf jeden Fall. Und apropos abgefahrene Dinge, die nicht wirklich beabsichtigt waren, mit dem zu bauen, was man bekommen hat. Auf Platz 1. Der 31112 X-Wing Starfighter von Darfeld. Kostenlose Anleitung, sehr schön, auch auf Platz 1 diesmal. Und ja, ihr seht, es ist ein X-Wing Starfighter. Und im ersten Moment denkt man, okay, X-Wing Starfighter in ungewöhnlichen Farben. Die Farben haben natürlich einen Grund. Denn das ist der X-Wing Starfighter als Alternativbau zu Lego 31112, dem aktuellen Creator Löwen. Und da kommen die Farben her, von dem Löwen. Und wenn ihr jetzt bedenkt, dass das hier ein Set ist, wo vor allem halt afrikanische Steppentiere und sowas rausgebaut wurden und werden, ist der X-Wing schon extrem anders und trotzdem funktioniert er. Das Ding funktioniert super. Wir haben sogar hier dieses kleine Kugelgelenk als R2-Einheit hinter dem Cockpit. Das ist mal ein anderer Bau. Das gefällt mir wirklich. Wir hatten 31.12 schon mehrere Alternativbauten. Hier letzte Woche zum Beispiel in Maulwurf. Aber ja, X-Wing daraus hat was und der sieht auch noch gut aus. Der sieht nicht halt zusammengeschustert aus. Der funktioniert. Und das finde ich beeindruckend, aus diesem Set einfach mal einen X-Wing zu bauen, der auch noch funktioniert. Das ist auf jeden Fall eine Überraschung gewesen. Ich bin gespannt, was nächste Woche an Überraschungen auf uns wartet. Wir werden es am Sonntag sehen. Ich sage bis dahin, bis dahin.